Guten Tag an alle Webinarteilnehmer. Wolfgang Dender ist mein Name und im Namen von FX Flat freue ich mich, Ihnen heute wieder nach überstandener Krankheit, kann ich jetzt nicht sagen, aber letztes Mal ist das Webinar ja ausgefallen, um Heiko Behrendt ihn wieder präsentieren zu dürfen. Ja, im ersten theoretischen Teil seines Webinars geht es um die Handelsansätze, die er so im Kopf hat, und im praktischen dann geht es um das Handeln zur Börseneröffnung halt mit Futures. Wie bei vielen Webinaren lebt auch dieses hier von der Aktivität der Teilnehmer. Heißt also, viele Fragen stellen. Na, und bevor wir starten oder bevor ich das Mikro übergebe, ist es noch wichtig, dass wir kurz über die Risikohinweise sprechen. Na, das heißt, es kann ja auch zu Live-Trades kommen. Bitte sehen Sie das nicht als Handelsempfehlung. Na, das Webinar dient nur zu Schulungszwecken und ja, die Meinung des Referenten muss nicht der von FX Flat entsprechen. Kurz nochmal ein Check, ob alles gut zu verstehen ist, zu sehen ist, ob wir gut zu hören sind oder ich vielmehr. Könnte ich mal ein kurzes Feedback bekommen? Ah, gut, Dankeschön. Ja, dann übertrage ich dem Heiko das Wort. Wahnsinn, super, Wolfgang. Ich muss mal ja noch schnell die Präsentation nochmal starten. So, Alter, ist er. Gut. Bildschirm 3 passt. Jo. Übertragung starten. Ich hoffe, die Leute haben das gehört vorher, weil irgendwie kam jetzt der Hinweis, Wolfgang. Ja, ich habe das mitbekommen, aber also ich müsste eigentlich zu hören gewesen sein. Ich hoffe es. Ja, also ich habe dich ja Müsste. gehört, also von daher. Okay, gut. Alles klar. Dann. Supi. Also dann recht wunderschönen guten Tag, schönen guten Nachmittag zum heutigen FX Fed Webinar mit dem Stereo Trader. Ja, weil es jetzt gerade wieder soweit ist, nächste Woche haben wir Fed-Zinsentscheid am Mittwoch und am Freitag ist der nächste große Verfall. Deswegen nochmal so ein bisschen heute das Thema Verfallswochen angesprochen, die schon special sind. Und das will ich mit euch nochmal ganz kurz durchgehen und nochmal kurz darauf hinweisen, was da so jetzt die nächsten Tage abgeht, damit ihr, sofern ihr selber auch Futures handelt, egal auf welche Art und Weise oder mit wem auch immer, im besten Fall natürlich mit FX Flat, dann, dass ihr dort bestens informiert seid. Ja. Es ist immer eine besondere Woche. Ich kenne sogar Trader, aktive Future-Händler, die jetzt in der Verfallswoche gar nicht handeln oder ganz, ganz wenig, aber weit weg von dem, was sie sonst normal handeln. Gut, dann gehen wir mal rein in das kleine Ausbildungsthema. Wie gesagt, bis, ja, nicht, bis kurz vor 15:30 Uhr. Und dann schauen wir uns mal an, was dann die jetzt nach den CPI-News da passiert ist. Und ich will mir noch kurz ein Browserfenster aufmachen, weil ich jetzt gar nicht weiß. Manchmal überträgt ja auch Twitch das Ganze. So, und die Fragen will ich mir ja auch mal einmal kurz gucken. Ja. Gut. Stream beginnt in Kürze. Ja, gut. Alright, dann können wir eigentlich starten doch. Ja, soweit, so gut. Gut, dann gehen wir mal rein. Also, wir haben, wie gerade gesagt, nächste Woche Freitag. Das ist dann der September, der 20. September. Da haben wir den Verfall und die Verfallswochen sind deswegen immer besonders, weil Futures gerollt werden müssen. Also ein Großteil der Futures, die offen sind, werden nicht geschlossen, sondern werden gerollt. Und wir sehen es jetzt hier schon an dem, in dem Bereich bei Open Interest. Da Open Interest hier oben. Und da sehen wir in dem Nasdaq Future hier, es sind aktuell im September 241.000 Kontrakte offen. Etliche davon werden auch über den Tag auch immer wieder geschlossen. Ja, aber oder auch eröffnet.
Und im Dezember-Kontrakt, der jetzt dann bald beginnt, da sind aktuell 20.300 Kontrakte offen und die Zahl ist fast immer ähnlich. Bedeutet, es müssen jetzt hier entsprechend diese Kontrakte von diesem September-Kontrakt, der jetzt nächste Woche Freitag ausläuft, in den Dezember-Kontrakt gerollt werden. Das liegt an Strategien, Absicherungen, was auch immer man da hat. Und damit die gerollt werden können, gibt es jetzt keine Funktion, dass man die einfach überträgt, sondern man muss halt immer in dem September-Kontrakt den Kontrakt verkaufen und im Dezember-Kontrakt kaufen. Und das führt halt zu relativ heftigen Ausschlägen, ja, im Markt. Und der US-Markt unterscheidet sich ja auch vom deutschen Markt. Im deutschen Markt ist es so, also oder im europäischen Markt ist es schon so, da handelt man den September-Kontrakt bis einen Tag vor dem Verfall. Bedeutet, man würde im FDAX, kann man diesen traden bis nächste Woche Donnerstag. Ja. Also man sollte Mittwoch, Donnerstag dann schon auch rübergehen in den Dezember-Kontrakt. Aber prinzipiell kann man halt sagen, ist das anders als bei den US-Futures. Da ist es so, es gibt sogar einen richtigen offiziellen Rollover-Beginn und der beginnt genau heute. Heute ist der Mittwoch vor dem Verfall und damit beginnt der Rollover. Wobei ich, wenn ich gestern mir den Chart angeschaut oder anschaue, habe ich auch noch ein Bild dabei, dann sehen wir, dass gestern schon durchaus am Anfang des Tages da solche Aktivitäten halt waren, die sehr gut zu diesem Rollover passen. Ja, also typischerweise beginnt der Rollover am Mittwoch und das Volumen auch verlagert sich während des Handels immer mehr in den Folgemonat. Das heißt, dass auch für den aktuell laufenden September-Kontrakt der Spread in diesen, je dünner der Handel wird, desto größer wird auch der Spread. Jetzt seht das, wenn ihr hier reinschaut, das Handelsvolumen an der Globex. Das betrifft hier im September 535.000 Kontrakte gestern und im Dezember gerade mal 8.500 Kontrakte. Montag, Dienstag wird es fast ähnlich, identisch sein. Ja, und dann ab Mittwoch nächster Woche geht das dann über so ziemlich, dass man mehr und mehr dann im Dezember-Kontrakt handelt. Also diese Woche kann man durchaus noch im September-Kontrakt bleiben und dann nächste Woche dann sollte man auf alle Fälle dann in den Dezember switchen. Ja, und das heißt, also hier steht es auch ab Montag, Dienstag in der Verfallswoche sollte man dann auf den Folgekontrakt wechseln, weil dann im September-Kontrakt kaum noch was los ist. Unterschiedlich, hat es ja gerade gesagt, zum FDAX ist, den kann man bis zum Donnerstag im September-Kontrakt handeln. Ja. Viele wundern sich dann auch immer, viele wundern sich halt auch immer, dass sie dann handeln und sagen, oh, hier der Mikro-Future, der hat einen wahnsinnig hohen Spread. Das liegt halt daran, dass da einfach das Volumen im September dann ab nächster Woche halt geringer wird. Ja. Genau, also hier steht es auch nochmal, im FDAX kann man dann den Frontmonat, also den aktuellen Monat, dann bis zum Donnerstag handeln. Ich sehe hier irgendwie gerade nicht meine Presentation. Doch. Gut, der Marco fragt gerade, warum gibt es eigentlich keine Rollover-Funktion als Order-Art? Also es gibt auf alle Fälle schon so eine Order-Art, aber es ist halt im Future, also gewisse Kontrakte gehen auch, man sieht das hier, gewisse Kontrakte gehen auch OTC über den Tisch und zwar ist das hier dieser Bereich. Ja, also so Block Trades und so kann man halt machen. Das wäre dann dieser Bereich. Das sind, glaube ich, immer so mindestens 250 Kontrakte. Die anderen, da kenne ich mich zu wenig jetzt im Detail aus, was das hier für Kontrakte sind. Aber ja, prinzipiell ist es halt so, dass man schon auch über einen Algo sicherlich auch versucht, die Kosten so gering wie möglich zu halten, eventuell sogar Rollover Gewinne zu erzielen. Ja, und aber trotzdem lässt sich einfach, wenn ich 200.000 Kontrakte von A nach B bringen muss durch die Börse, ja, ich meine, die sind ja alle zu einem unterschiedlichen Preis eröffnet.
Es wird halt welche geben, die sind im Gewinn, welche sind im Verlust. Also das heißt, ich kann nicht alle nehmen und sagen, ich tue die so einsetzen im nächsten Kontrakt zu der entsprechenden Differenz, die jetzt zwischen September und Dezember halt herrscht, da jetzt einsetzen. Ja. Das ist halt nicht möglich. Also, oder die Funktion wurde nie von der Börse implementiert. Also wenn, dann müsste halt die Börse den Job da übernehmen. Also man versucht durchaus schon, das hinzukriegen, dass man das für sich halt kostengünstig macht, im besten Falle sogar Gewinne erzielt. Dennoch ist es so, wenn das Volumen halt auf den Markt drauf trifft, gehen wir mal her, jetzt gibt es halt nur einen einzigen Trader, der sagt, ich habe hier von diesen 240.000 Kontrakte gehören mir 1.000 und ich weiß aber, ich bekomme ein paar Sekunden ja nur, keine Ahnung, 200, 300 Kontrakte durch, ja. Und ich weiß, dass ich damit den Markt halt 20, 30 Punkte bewege, dann ist es okay. Ja, man kann ja auch durchaus sagen, ich verkaufe, also was, zumindest was ich mal gesehen habe, war so, man nimmt den September-Kontrakt, verkauft den, schießt den Markt nach unten und versucht im Dezember-Kontrakt, dass man hier Limits drinne hat, also im September, ja, oder wartet, ich mach's mal ein bisschen anders. Nehmen wir hier ein leeres weißes Blatt Papier. Also wir haben den September-Kontrakt mit einem S und den Dezember-Kontrakt mit einem D. So. Und die laufen ja jetzt hier und haben, ich sage jetzt mal, einen Unterschied. So einen Unterschied, ich sage jetzt mal als Beispiel, von 60 Punkte. So. So, jetzt weiß derjenige, okay, was könnte ich jetzt machen? Ich wüsste ja, dass wenn ich jetzt hier schnell verkaufe, dann fällt der Markt runter. Ja, wenn ich hier verkaufe und ich muss ja im neuen Kontrakt die Sachen kaufen. Das heißt, wenn hier im Dezember der Markt fällt, kann ich natürlich versuchen, weil das über die Arbitrage die Märkte sich gleich bewegen, kann ich mich ja hier per Limit reinstellen. Das heißt, ich kann ja hier kaufen. Und wenn ich jetzt hier meine Kontrakte verkaufe und die anderen hier entsprechend reinkaufe, dann bekomme ich meinen Fill auf alle Fälle und eventuell, falls der Markt halt nach meiner Order noch ein paar Punkte tiefer fällt, vielleicht bekomme ich auch noch einen tieferen Entry hier rein. So, ja, das wäre halt so die Idee. Bevor man jetzt, wenn man jetzt neu wieder kauft, also man würde jetzt erst als erstes Aktion verkaufen machen hier. Dann fällt der Markt runter und dann kann man natürlich auch kaufen, wenn man halt davon ausgeht, dass, keine Ahnung, ich verkaufe, der Markt fällt um 40 Punkte. Ja, wenn danach nochmal der Markt um 40 Punkte fällt, dann würde ich natürlich auch hier versuchen zu warten, dass ich mit meinen Kontrakten, die ich neu kaufe, etwas tiefer reinkomme. Weil wenn ich jetzt die neuen Long-Positionen noch etwas tiefer reinbekomme, habe ich ja, wenn der Markt wieder an sein altes Niveau geht, habe ich ja einen Rollover-Gewinn. Ja. So, und man sieht aber hier schon, dass da beide Seiten typischerweise gegeneinander laufen. Nämlich, ich habe eine Verkaufsaktivität und eine Kaufaktivität. Ja, und das zieht den Markt halt zwangsläufig wieder nach oben, wenn ich die gleiche Position reinbekommen möchte. Und typischerweise sieht man halt dann schlussendlich doch ein Bild, was sehr heftig hin und her geht. Und das sehen wir am besten, wenn wir hier nochmal reingehen in das Bild. Das hier im Übrigen ist jetzt ein zusammengeschobener 5-Sekunden-Chart. Ja, und hier sieht man es, kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen, ja, dass hier vielleicht jemand Kontrakte gekauft hat und hier wieder verkauft hat. Ja, das passt eigentlich ganz gut so zusammen. Oder man sieht, ja, dass der Markt halt sehr heftig fällt und danach sehr heftig steigt. Also wie gesagt, jede Kerze, jeder Strich, den ihr hier seht, sind am Ende nur 5 Sekunden, genauso wie jetzt hier innerhalb von, das sind vielleicht 30, 40 Sekunden, eine Minute, ja, wo der Markt da halt um 30 Punkte steigt. 30 Punkte jetzt wiederum ist ja auch nicht so viel, weil im institutionellen Handel rechnet man eher in Prozent. Und wenn man jetzt davon ausgeht, wir stehen hier bei 18.700. Das heißt, wenn ich jetzt den Markt um 1% bewege, ja, wenn ich den Markt um 1% bewege, dann wären das 187 Punkte. Wenn ich den jetzt um 30 Punkte
hochschicke und danach um 30 Punkte wieder runterschicke. Oder vielleicht schaffe ich es ja, wenn ich jetzt hier meine Position verkaufe. Also als Beispiel, ich möchte 1000 Short-Kontrakte rollen, also minus 1000 Kontrakte. Ja, und gut, waren jetzt nur 100. So. Das heißt, ich kaufe 1000 Kontrakte. Es gibt ja noch in dieser Bewegung ist es auch so, dass dort Algos laufen, dass man sich über die Arbitrage, die da mitgeht, sich auch mal so 40, 50 oder 100 Stücke extra bekommen kann, die man sonst nicht bekommen würde, wenn man es nicht so schnell machen würde. Aber es würde jetzt zu sehr ins Detail gehen. So, und wenn ich natürlich dann eventuell als Trader drauf setze, dass hier auch noch mal danach noch mal der Markt ein bisschen höher geht und ich könnte meine Short-Kontrakte hier oben bei 18.800 wieder neu einbuchen und drückt dann den Markt nach unten, dann wäre es natürlich schön. Wenn das halt ausbleibt, dann sieht man halt doch, glaube, also wie gesagt, zu 100% weiß ich es nicht, aber es ist einfach ein ganz typisches Bild in der Rollover-Woche, dass der Markt halt schnell steigt und schnell fällt und das teilweise im Minutentakt oder im 5-Minuten-Takt. Ja, so. Wenn man jetzt sieht, okay, ja, Fakt 30 Punkte, wenn wir jetzt als kleine Trader rechnen, 30 Punkte, im Mikro-Future sind 30 Punkte, $60, im großen, also im Mini-Future sind es $600 plus minus, was ja für uns durchaus ja auch schon ein Betrag ist, weil wir reden jetzt hier plus minus $600 in 2 Sekunden. Oder 3 Sekunden. Ich habe gestern ein Bild online gestellt mit einem Sekundenchart. Da waren so, da haben wir in 2 Sekunden 20-Punkte-Sprünge gesehen. Also 2 Sekunden. Da reden wir von 21, 22. Das ist schon relativ schnell. So, und da, das heißt, in 2 Sekunden $600 plus oder minus, je nachdem, wenn ich gerade eine Sekunde davor eine andere Idee halt hatte, die dann plötzlich nicht aufgeht. So, auf der anderen Seite muss man jetzt als Insti halt sagen, wenn man es jetzt ausrechnet, ich sage jetzt mal, wir stehen bei 18.700 Punkte, ja, als Beispiel. Und dann nehmen wir mal 20 Punkte, 0, 0 durch das, sind wir bei 0,1%. So, wenn ich jetzt als Insti sage, ja gut, ich schicke dem Markt jetzt 0,1% durch die Kante, ist mir auch am Ende Latte. So. Also das macht jetzt dem Insti auch nicht fett. Ja, bewegen sich auch andere Aktien, andere Werte auch im Portfolio und so weiter. Da spielt das keine Rolle, ob ich den Markt 0,1, 0,2% bewege. Hauptsache, ich kriege halt das raus. Und vielleicht kann ich es ja auch auslösen, dass halt, wenn ich meine Trades halt rausgebe oder reinstelle, ja, dass ich halt dann wieder vielleicht auch einen Rollover-Gewinn halt habe. Ja. Genau, also das ist halt so, denke ich mal, die Idee dahinter. Ein typisches Chartbild sieht halt so aus in der Anfangsphase. In der Anfangsphase nach 15:30 Uhr ist es meist an Volumen halt verfügbar. Und da sieht man dann schon eher sowas. Etwas später sieht man dann auch durchaus Aktivitäten, dass es sehr, sehr trendig wird. Aber das hat man gestern auch gesehen. Gestern ging der Nasdaq in einem Trend ziemlich deutlich nach unten und dann plötzlich wieder auch ohne Rücksetzer ganz lange nur nach oben. Das sehen wir uns gleich an, wenn wir in die Analyse hier reingehen. Also von daher, Fazit ist, vom Bild her ist darauf zu achten, dass ihr vor allem auch, dass es oder anders ausgedrückt, man muss halt drauf oder wissen für sich, dass es jetzt durchaus, wenn man im Skype-Trading auch aktiv ist, es sein kann, dass wir eine 5-Minuten-Kerze als Beispiel sehen. Wartet mal, ich muss mal kurz das Tool hier nochmal neu starten, sonst werde ich hier. Also, wartet. Das ist eigentlich ein Tool. Wo ist es da? So. So. Bedeutet, dass wir halt, dass ihr Phasen habt, ja. Dass wir Phasen halt haben, wo aufgrund dieses Rollover-Effekts durchaus entweder charttechnische Analyse überhaupt nicht funktioniert, dass ein Markt vielleicht auch nicht lesbar ist, dass man hier vielleicht eine 5-Minuten-Kerze sieht, die so schön aussieht,
wo man denkt, okay, die nächste könnte vielleicht hier so laufen, ja, und am Ende sieht die nachfolgende Kerze halt so aus, dass der Markt zwar drüber gegangen ist und die nächste 5 Minuten Kerze dann aber wieder so drunter geht, so. Ja, und kaum denkt man, oh, jetzt fällt der Markt halt, sieht man vielleicht eine 5 Minuten Kerze, die eventuell auch richtig tief geläuft und plötzlich doch wieder steigt. Ja, wenn man jetzt dahinter sieht, okay, wir hätten ja dahinter vielleicht eine Bewegung aufwärts, ja, eine Bewegung abwärts. Und dann denkt man, oh, das ist ein Abwärtstrend, guckt, ob man im Minutenchart abwärts kommt und plötzlich smasht es hier einfach durch und es zieht den Markt halt hier wahnsinnig nach oben. Ja. So, und da muss man halt aufpassen. Ich hatte dazu auch gestern noch ein Bild reingestellt. Mal gucken, ob ich das hier noch schnell nochmal finde von gestern. Und das kann halt einen auch zerstören. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Wenn man da nicht auf Zack ist, kann das natürlich schon echt heftig werden. So, bei mir in der Gruppe wurde hier richtig viel geschrieben, bin ich gar nicht zum Nachlesen gekommen. So, wo ist das Bild von gestern? Ja, jetzt muss es gleich kommen. So, da ist das Bild von gestern. Ja, und das ist jetzt ein 5-Minuten-Chart und ihr seht hier sehr gut, ja, dass der Markt über das Hoch einer 5-Minuten-Kerze ist, runtergefallen ist, dann die nächste 5-Minuten-Kerze, ja, eröffnet hier oben, fällt durch das Tief, hält hier an, steigt wieder. So, dann denkt man, okay, jetzt aber oben raus. Da hat es mich auch einmal da oben ziemlich erwischt gehabt, wo ich dachte, jetzt geht der Markt halt wieder hoch in Richtung Trend, dann steigt er da drüber und so schnell kann man gar nicht gucken. 2, 3 Sekunden dauert das teilweise oder 10 Sekunden. Und dann fällt der Markt halt wieder runter. Ja, hier eine Inside-Kerze. Der Markt schließt positiv. Ja, da denkt man, oh, jetzt aber nach oben raus. Aber nee, ich glaube, in der Phase hier, da hat es mich kurz, da war ich nicht schlecht geguckt, weil hier war ich auf alle Fälle long gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Dann fällt der Markt durch das Tief durch. Und ja, wie gesagt, das sind hier 30 Punkte. Das heißt, da war ich so 60, 70 oder mit 2 Kontrakten über $100 hinten. Und dann am Ende der 5-Minuten-Kerze schließen wir wieder oben über dem Hoch sogar. Ich bin am Ende hier plus minus null rausgegangen, war froh und habe gedacht, okay, die sind alle erstmal wahnsinnig. Ja, das ist jetzt schon Rollover Struktur und damit bin ich überhaupt nicht klar gekommen. Etwas später lief es dann wesentlich besser, weil ich da nach entsprechenden Signalen halt handeln konnte. Ja, genau. So, von daher noch eine Frage, die gerade reinkam. Es ist doch richtig, dass immer die gleiche Anzahl Long und Shorts offen sind. Also klar ist natürlich im Future zu jedem Verkäufer gibt es auch einen Käufer. Dennoch ist es so, dass am Ende es offene Kontrakte halt gibt, die schlussendlich dann dazu führen, dass man sagen kann, das sind neu geschaffene Kontrakte. Da müsste man sich jetzt im Detail, man würde aber hier den Rahmen sprengen, sich damit befassen, wie neue Kontrakte geschaffen werden. Ja. Mit neue Kontrakte geschaffen werden mit dem Open Interest. Das funktioniert halt über Dreiecksbeziehungen, wenn man so möchte. Aber das wäre ein extra Thema. Also da am besten mal entsprechende Suchmaschinen befragen, wie wird das Open Interest, wie entsteht das, dass halt diese Kontrakte da entstehen. Ja. Weil nicht jedes Mal, wenn ich einen Kontrakt halt öffne, wird automatisch auch auf der Gegenseite einer geschlossen. Ja. Das ist nicht zwingend so. Gut, also das soweit zum Ausbildungsthema. Und der Struktur, die damit einhergeht. Und das, denke ich mal, wollte ich euch mit als Hinweis geben, dass man da einfach jetzt aufpasst, die Tage, wie sich der Markt dann oder dass sich das Marktverhalten in den nächsten 1,5 Wochen oder in der jetzt laufenden 1,5 Woche verändern kann, speziell wenn es dann
Richtung Montag, Dienstag ist dann das meiste dann durch. Aber jetzt so die letzten, also heute, morgen, Freitag, kann das immer mal ein bisschen heftig werden. Ja. So, gut, da wäre es dann soweit durch mit dem Thema. Wir sind jetzt hier gerade bei mir jetzt auf den bei FX Flat im MetaTrader 5 mit dem StereoTrader im Hintergrund und sehen jetzt hier, dass doch nach der ersten Welle bei den News der Markt jetzt doch wieder gestiegen ist. Ich habe die News erwischt heute in einem anderen Account im DAX mit Short. Habe da ein paar Punkte geholt. War soweit erstmal okay. Jetzt wollte ich eigentlich überhaupt noch mal gucken, wie die News da rausgekommen sind. So. Da, 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 da. Kerninflation etwas höher, Verbrauchpreis im Rahmen der Erwartung. Gerade konstant. Also ich hätte ja gedacht, also das Einzige, was jetzt gestiegen ist, ist die Kernrate auf 0,3% von 0,2, so wie es aussieht. Gut. Na gut, dann können wir uns mal mit der Analyse vom Markt befassen. Ansonsten kommen ja heute weiter keine wichtigen News. Und schauen wir uns hier als erstes mal den Tageschart an. Mach das mal kurz ein bisschen größer. So, hier im Tageschart sehen wir im Nasdaq Future doch recht gut, dass wir eine starke Abwärtsbewegung hatten letzte Woche Freitag und dort weiter in Richtung der August-Tiefs gefallen sind. Also hier haben wir eine wesentlich deutlichere Korrektur, als das bereits im DAX der Fall ist. Im DAX haben wir das gerade mal zu 38% korrigiert. Und wenn man hier jetzt mal auf den Nasdaq das Ganze anlegt, mal nur als Fibo, damit man sieht, wie weit wir da korrigiert haben, da sind wir hier schon bei etwas leicht über 61% oder hier am Freitag waren wir bei 61%, haben wir den Anstieg vom August bis zum Hoch korrigiert. Wie gesagt, im DAX sind wir erst hier oben im Bereich 31%. Auch ist der DAX hier, der Nasdaq nicht so weit gestiegen, weil der DAX ist ja auch im August auf neues Allzeithoch gestiegen. Wenn wir hier dahinter das Framing anmachen, also uns die Außenkerzen betrachten, dann sehen wir, dass auch da das Ganze immer noch abwärts gerichtet ist, auch wenn wir jetzt hier in Richtung des Hochs vom Freitag laufen, wo ja die NFP-Zahlen waren. Also da laufen wir jetzt hin und da wird es interessant werden, falls der Nasdaq sich hier durcharbeiten kann, wird es halt spannend werden, ob wir es schaffen, noch ein Stück weiter zu laufen oder ob wir hier da oben, und das wäre eigentlich eher meins, sehen, ob der Markt da oben abprallt und wir vielleicht hier so ein bisschen die Short-Seite bekommen, sodass der Markt nur innerhalb der Außenkerze korrigiert und dann wieder runterfällt, ähnlich wie wir das hier schon mal gesehen haben. Da ist ja der Markt auch bis an das Hoch dran gelaufen und schlussendlich gab es dann 1, 2, 3, 4 Tage später die Auflösung. Jetzt haben wir hier auch 3 Tage Anstieg gesehen. Vielleicht gibt es auch hier die Auflösung dann auf der Unterseite. Also das hätte mir eigentlich ganz gut gefallen. Den Long jetzt an der Stelle einzugehen, wird wahrscheinlich extrem schwierig werden. Muss ich dann mal sehen, wie die Eröffnung jetzt gleich in 2 Minuten reinkommt. Ob wir da sehen, dass der Markt wirklich da oben hoch will oder nicht. Genau, das werden wir dann hier sehen. Dann können wir auch noch mal etwas tiefer gehen und schauen uns hier auch noch mal den 15-Minuten-Chart an. Und dann sehen wir hier, dass wir da auch über dem Tageshoch von gestern drüber sind. Nicht ganz so fett. So, über dem Tageshoch von gestern drüber sind, was erstmal positiv ist. Hier sehen wir nochmal auch im Chart sehr gut, wie der Markt da gestern, oder ich schiebe das Bild hier nochmal zusammen, weil es doch für mich ja auch recht passend war. Wir hatten hier die Tiefs der letzten beiden Tage gesehen.
im Future bei 18.822, ja, und sind dann auch gestern von dieser Marke aus relativ gut auch erstmal abgeprallt. Ja, also punktuell sehr genau gelaufen. Hier sehen wir es nochmal. Da bist du hochgelaufen und von dort aus ging es nach unten. Und gestern war ich auch der Meinung, dass der Markt dann vielleicht durch das Tief, das war 11 Uhr tief gewesen, also das Overnight Tief, dann hier unten durchfällt. Ja, und wir da ein bisschen mehr Trend Charakter sehen aus dem Tageschart heraus. Und dagegen haben wir dann aber gesehen, dass wir hier dann doch eher angestiegen sind und über viele, in dem Fall hier der 15-Minuten-Chart, im 5-Minuten-Chart sieht es noch ein bisschen krasser aus, der Markt halt wirklich da richtig stark ansteigen konnte. Hätte ich so jetzt nicht erwartet. Ich habe mich hier hingehandelt und mein letzter Trade, den ich gestern gemacht hatte, war bei 18.620 zu Ende. Und da habe ich echt gedacht, naja, gut, aber trotzdem Feierabend. Ich hatte genug auf der Uhr, bin aber echt davon ausgegangen, dass wir vielleicht dann später noch tiefer stehen am Abend. Aber dass der Markt sich so stark erholt, da war ich gestern Abend, als ich da kurz vor 22 Uhr auf den Rechner geguckt habe, dachte ich, also, die sind schon ein bisschen irre. Ja. Also, meine Verhältnisse für meine Gedankenwelt war es auf alle Fälle froh, dass ich zur richtigen Zeit am Ende mit dem Trading aufgehört habe. Feierabend gemacht habe, weil bei dem Anstieg hätte ich da ein paar Short Trades gesucht. Das wäre auf alle Fälle nicht gut gekommen. Gut, so und jetzt geht es hier darum, um dieses Thema. Wir haben das Tageshoch vom Freitag letzter Woche. Das können wir uns ja auch nochmal einzeichnen. Und das wird dann spannend werden, ob wir es jetzt hier schaffen, in den ersten paar Minuten diesen alten Widerstandsbereich oder Unterstützungsbereich, der gestern noch Widerstandsbereich hier war, ob wir den jetzt per heute nun umdrehen. Heißt, wenn wir uns über dem Tageshoch von gestern aufhalten können und auch nicht in Richtung 18.822 runterkommen, dann besteht hier schon die Möglichkeit, dass wir hier im Sinne der Struktur dann, der Trendstruktur hier aufwärts eher nach oben uns bewegen in Richtung Tageshoch vom Freitag. Das wäre so meine Idee für heute im kurzfristigen Bereich und da müssen wir mal gucken, ob und wo wir da eventuell einen Trade bekommen könnten. Ja. Gut, in der Mitte sehen wir den Nasdaq, den Micro Future. Schwarz-Weiß ist der 1-Minuten-Chart. Da seht ihr ja schon wieder, wie heftig das jetzt hier im 1-Minuten-Chart hin und her geht. Also 50 Punkte in einer Minute runter und wieder hoch. Das ist natürlich schon echt heavy. Und dahinter in blau-braun seht ihr den 5-Minuten-Chart mit dem X-Frame-Tool. Ja. Gut, mal sehen jetzt nach den ersten, jetzt sind 3 Minuten rum, mal sehen, wie es da jetzt so weiterläuft. Also ich werde da erstmal ein bisschen zugucken und abwarten, wohin da die Reise gehen mag. So, irgendwie ist mein. Ach, da drüben seid ihr auf einmal. Gut. So muss man die Frage nochmal hierher holen. So. Gut. Alright, ich würde es jetzt mal so machen. Ich würde mal kurz hier die 5-Minuten-Kerze laufen lassen. In der Kaffeemaschine wartet noch mein Kaffee, den will ich mal kurz mal herbeiholen und dann bin ich gleich wieder ein paar Sekunden wieder für euch da.
So, die Kaffeemaschine war gar nicht an. Alright, dann muss ich noch ein bisschen länger warten. So, also wir sehen relativ heftige 1-Minuten-Kerzen von 40 Punkten, den Markt dort hin und her wackeln. Erste 5-Minuten-Kerze, ja auch eine Länge von 60 Punkte. Mal gucken, wo wir jetzt hier das finden. Also unter dem Tief der 5-Minuten-Kerze, gedanklich werde ich jetzt hier erstmal keinen Short machen. Weil aus dem heraus, dass wir eher ja die Verläufe bis jetzt hatten, dass der Markt ja, wenn es so läuft wie gestern, unter dem Tief dann plötzlich eher kauft. Wie gesagt, ich habe es gestern zweimal ähnlich gemacht. Da ist der Markt hier unter das Tief gefallen und dann steigt er halt plötzlich. Und darauf habe ich jetzt erstmal, da will ich erstmal gucken, ob da wirklich so eine Struktur halt entsteht, die dann doch eher abwärts dann halt ist. Ja. Aber ich will auf alle Fälle hier nicht short sein und dann plötzlich segelt der Markt hier, keine Ahnung, 50 Punkte hoch und dann wieder runter. Ja. So. Okay, wo ich hier so ein bisschen drauf achte, ist immer, wenn der Markt jetzt hier über so einem Hoch eine 1-Minuten-Kerze drüber geht, aber dann wieder nach unten fällt. Wie gesagt, die Short-Richtung wäre mir die angenehmere aus dem Tageschart heraus. Aus dem 15-Minuten-Chart heraus sind wir halt immer noch leicht aufwärts. Vor allem spannendes Level ist für mich hier die 18.820er Marke. Darunter würde ich dann auch gegen diesen steigenden Impuls dann auch eher die Short-Seite eingehen und eher überlegen, dass wir von oben aus dann einen Short-Impuls sehen und damit dann auch vielleicht hier im Tageschart dann weiter nach unten gehen. Ja. Also, so 20er Marken, 80er Marke, ich hatte es ja schon mal erwähnt, ist durchaus im Future hier immer wieder zu beobachten, dass der Markt dort an solchen Marken reagiert. Und deswegen habe ich die dann auch immer mit drinne. Vor allem, wenn man auch, ich glaube, heute war es aber in der Vorbörse, da doch hier einmal. Also vor allem, wenn es in der Vorbörse der Markt sich an solchen Levels überhaupt nicht hält, dann ist es auch so, dass es im Handel nicht so ist. Aber gestern gab es da schon ein, zwei gute Trades, dass sich der Markt da gehalten hat. So, jetzt sehen wir hier wieder den Fakt, den ich davor beschrieben hatte. Also unter dem Tief einer 5-Minuten-Kerze wird eher gekauft, wenn man sich jetzt nur die 5-Minuten-Kerze darunter vorstellt. Ja. Und das wollte ich jetzt vermeiden, ne? Da jetzt irgendwie short zu gehen. So. Wie gesagt, bei der Volatilität ist es auch so, man muss da in der Millisekunde entscheiden oder mit einem Limit arbeiten. So, jetzt sind wir wieder fast am Vortageshoch hier dran. Ich mach's mal genau, es ist bei 78, 50. Gut, ja, das war jetzt natürlich wieder recht heftig. Einmal 40 Punkte hoch und wieder runter. Der Dow hat in den ersten 5 Minuten minus 275 Punkte gemacht. Oh, crazy. Ein Dow, wie gesagt, den habe ich ja gar nicht drauf. Aber ja, ja recht. Aber der ist ja gestern auch schon so stark gefallen. Ja. Das ist jetzt zwar hier der Future, aber ist ja jetzt egal. Ja. Ordentlich. Ja, ich lasse das mal ein bisschen wackeln. Wir haben ja Zeit und mal gucken, wo ein Setup auf uns lauert.
Mal sehen, wie der Markt jetzt hier noch ein paar Minuten wackelt. Also wenn man so will, 20 gehalten, wieder an die 80. Das sind nur 60 Punkte vor zwischen diesen beiden Marken. Ach, schon ganz schön heftig. So, Kaffee ist durch. Ich hole mir den mal und dann bin ich gleich wieder da. So. Also bis jetzt passt es zumindest unter dem Tief einer 5-Minuten-Kerze geht es eher nach oben. Und was man bis jetzt aber auch noch sehen ist, dass jede 5-Minuten-Kerze aktuell tiefer ist. Also ich kann ja hier mal kurz das ausmachen und mache mal hier den 5-Minuten-Chart Only an. Ja, da sieht man es. Gerade unter dem Tief der 5-Minuten-Kerze sind wir jetzt gestiegen. Davor zwar am Ende der 5-Minuten-Kerze gefallen, aber die ersten paar Minuten ging es ja da auch erstmal 40 Punkte oder so nach oben. Frage war noch gerade, kannst du was rechts mit dem Teil hier anfangen? Also aktuell nicht. Ja. Man sieht da halt nur, dass das Volumen extrem dünn ist. Gerade, ne? Also das sind hier. Sind auf 10, nee, auf 5 Punkte. Ja, auf 5 Punkte sind ja gerade mal 40 Kontrakte oder hier 43 Kontrakte stehen hier zur Verfügung und da weiß man halt auch, dass der Markt halt schnell hin und her gehen muss, damit man halt in einem gewissen Preisbereich viele Kontrakte zusammenbekommt. Ja, und im Prinzip kann man hier jetzt damit nichts anfangen. Außer vielleicht, dass dann irgendwann mal man hier sieht, dass plötzlich in einem gewissen Bereich große Orders stehen. Das kommt dann immer mal wieder vor. Und dann sieht, wie der Markt dann da vielleicht drauf handelt. Aber sonst ist es einfach gerade nutzlos. Aber ich habe es halt immer mit drin, von daher. Es ist halt irgendwie so ein gewohntes Tool. So, dann gehen wir wieder zurück auf den 1-Minuten-Chart. Mal gucken, wie und ob sich da was ergibt für uns. Wie gesagt, gestern, da lief es auch relativ flott. Da habe ich, glaube ich, keine Ahnung, in 2 Minuten oder so $250 verloren. 2 Minuten später mit einem anderen Trade wieder $200 verdient. Ja, und dann habe ich aber erst später, als dann die Struktur besser war, dann nochmal ein paar Trades gemacht mit dieser 80-20. Ja, das war natürlich schon schön, weil die sehr gut funktioniert hatten. Kann das hier nochmal kurz zeigen. Da habe ich aber, wie gesagt, jetzt nicht bei FX Threat gehandelt, sondern im Ninja Trader. Da seht ihr, da ist die 80 und da ist der Markt halt die 40 Punkte hochgegangen zur 20 und hat auch dann mich gefüllt und das ist ja auch ein 1-Minuten-Chart, also 2 Minuten gedauert, nicht mal ganz. Da war es das im Sack. So, jetzt sind wir schon wieder unten angekommen. Mal gucken, wie sich der Markt hier um die 20 verhält jetzt. Ob es hält. Am besten wäre natürlich kurzer Stich nach unten durch das Tief der 5-Minuten-Kerze und dann zu steigen. Gucken wir mal, ob man da vielleicht was sieht.
Was mich halt ein bisschen hier nervt, ist, dass der Markt halt aktuell immer weiter abwärts geht. Also eher das Gefühl, dass man hier vielleicht nur ein, zwei Mal vielleicht 5 oder 10 Punkte kriegt, aber dann habe ich eher das Gefühl, dass es nach unten durchraucht. Gut, das war jetzt gar nicht so verkehrt, das Gefühl. So, jetzt sind wir unter das Tief der 5-Minuten-Kerze gefallen. Mal gucken, wenn wir jetzt hier runterkommen, ob da noch was geht. Ansonsten, wie gesagt, unterhalb der 18.820 sind wir ja wieder unter diesem Tief von letzter Woche Donnerstag, also Mittwoch und Donnerstag drunter. Und dann wäre für mich ja hier auch, dass wir dann eventuell diese Trendstruktur hier nach unten brechen können. Ja, also dass wir hier durchaus von diesem Abwärtstrend diesen dann wieder aufnehmen, wenn wir unter der 18.820 halt hier bleiben. Ja, das ist die Idee, dass wir hier diesen, dass hier das Teil dann nach unten wegbrechen. Ja, so, das ist halt so die Idee. Mal gucken. So. So, sind wir wieder drin. Ich zögere, die 20 hier zu handeln. Also was ich auf alle Fälle festgestellt habe, und das war gestern auch extrem wichtig, nicht hinterher zu springen. Ich bin zweimal, wie gesagt, gesprungen gestern und habe es auch am Anfang auch erwischt, dass ich genau hier in so eine Kerze, 1-Minuten-Kerze reingesprungen, dachte, jetzt geht's los. Nur als Beispiel bin da oben long gegangen und dann musste man erstmal die nächste 1-Minuten-Kerze komplett abgeben und dann ja in Anführungsstrichen so ein bisschen hoffen, dass man dann wieder plus minus null halt rauskommt. Das war nicht so schön. So, also der Markt eiert hier schon eher abwärts als aufwärts. Die 5-Minuten-Kerzen bleiben aktuell im Hintergrund alle mit einem tieferen Hoch derzeit. Also hier ist das absolute Hoch. Und hier schickt es den Markt aktuell so ein bisschen tiefer. Die Kasse ist auch ein bisschen schwächer. Ich meine, dennoch heißt das nichts, dass der Markt nicht zwischendrin auch nochmal 60 Punkte steigen kann. Das ist durchaus ja auch möglich. Daumen minus 350, ja. Normalerweise lasse ich mich jetzt immer noch mal hier berieseln mit so anderen Tools. Da immer ein bisschen Unterhaltung zu Hause. Mal gucken.
Mal gucken, falls man jetzt nicht mehr über die 20 drüber kommt, dann wäre es vielleicht sogar noch mal ein Short Trade sogar. Ich hoffe, darüber müsste ich 30 mit 50 Punkte ungefähr, so $100 Risiko bei 2.200. Ja. Krass, wie schnell das geht. Irgendwie bin ich ja, von 20, das sind schon 15 Punkte. Das sieht aus wie nichts. Reicht ja schon. Ja. Weg. 20 Punkte. 15 bis 20 reicht ja. Das wäre es gewesen, sozusagen. Das wäre ja der schnelle Trade gewesen. Aber man sieht es ja, 10 Sekunden zu lang gewartet und sind wir weg. Ich warte mal ab, bis 16 Uhr ist und dann mal gucken, nochmal so 10, 15 Minuten, ob sich dann nochmal was ergibt. Nicht richtig. Getroffen. Mal gucken, ob hier der Long an die 8, an die 20 hier dran läuft. Ja. Also 80 knapp gehalten. So, da liegt der Reverb hier oben. Ich weiß gar nicht, sieht man jetzt hier. Also ich sehe es bei mir hier. So, ich gucke jetzt mal, wenn wir jetzt hier die 1-Minuten-Kerze halten. Wie gesagt, also es ist so ein bisschen jetzt das Battle zwischen. Kommen wir über die 20 nochmal drüber, um dann
höher zu gehen und wieder versuchen, die 15-Minuten-Kerze hier zu retten im Sinne des Trendes, dass es wieder hochgeht, oder lassen wir das Ding dann hier fallen und dann, wie gesagt, abwärts unterhalb der 22, 20. Ja, das ist so gerade für mich so der Fight, der da gerade kommt. Jetzt haben wir die 20 genau erreicht. Also man muss sagen, es läuft doch sauberer nach 80, 20 als bis jetzt angenommen. So, mal gucken, ob wir jetzt unten die 80 wieder erreichen. Müsste eigentlich passen. Ja, aber man sieht hier, also Market kann man es kaum handeln. Man muss bereit sein, dann an der 20 das Limit reinzulegen. So, gleich ist Stundenkerze fertig, halbe Stunde. Können wir mal kurz reingucken, wie die Stunde hier aussieht. Also Stunde, eine Kerze weiß, die andere schwarz, abwechselnd. Die schließt jetzt, die schwarze aktuell schließt innerhalb der weißen davor. Ja, bis jetzt auch noch nicht entschieden, ziemliche Pattsituation hier am Stundenchart. 30 Minuten Chart. Ja, gut, ist jetzt nur runter die letzte halbe Stunde seit der Eröffnung. Ja, und 15 Minuten Chart ist gerade wieder unten. So, sind wir hier an der. Also, was auf alle Fälle auffällt, ist im 5 Minuten Chart ja auch, dass wir seit der Eröffnung jede Kerze hier ein tieferes Hoch jetzt hat. Von daher bleibt die Shortseite wahrscheinlich hier weiterhin aktiv. Hier jetzt ganz knapp das Hoch hier erreicht an der 20 und wieder runter. Mal gucken, wie es jetzt hier an der 80 läuft, ob es da erstmal wieder, keine Ahnung, hochgeht und dann runter. So. Die geht kurz durch. Hier sind wir dann gleich am Tief von nach 14:30 Uhr. Also unter sehr hoher Volatilität halt jetzt das Ganze hier runtergedrückt. Also, wenn wir es mit der, also wenn die Stunde auch unterhalb oder jetzt oder vielmehr die Stunde hat ja unter der 20 geschlossen, also da müssen wir jetzt durchaus dann gucken, dass man hier irgendwie dann doch vielleicht den Short reinkriegt in Richtung durch das 14:30 Uhr Tief und das bisherige Intraday-Tief. Aber mir ist die Vola. Also von der Struktur her ist es so, egal wie ich jetzt hier drinne wäre, man muss ja innerhalb von einer Minute bereit sein, den Trade zu beenden, weil man sieht es jetzt auch hier, wenn man da irgendwie, also wenn das Ziel vorher nicht erreicht ist, wird es am Ende eine Null-Trade. Ja,
das will ich jetzt noch gar nicht sehen hier. Neuer Stunde. Ja, zu stark. Naja. Achso. Also so ein paar kleinere 1-Minuten-Kerzen wären mir irgendwie lieber als hier solches Geballer von 50 Punkte, 1 Minute hin und her. Und auch zu sehen, dass halt manchmal nach 1 Minute die nächste gleich komplett kontra läuft. Und das kann natürlich schön sein, wenn man halt richtig positioniert ist, dass man sich freut, nach 1 Minute 50 Punkte drin zu haben oder 20. Das reicht ja auch aus, wenn man da 20 mitnimmt. Aber es ist halt natürlich doof, wenn man irgendwie 20 vorne ist und denkt, da kommt jetzt ein Rutsch, keine Ahnung, hier auf die nach unten durch und dann sieht man erstmal, dass der Markt dann direkt wieder 50 Punkte steigt. Also ich glaube, ich werde jetzt hier in diesem Hin und Her jetzt wahrscheinlich ja keinen Trade machen. Ich habe da jetzt auch keinen guten Ansatz. Ich kann maximal sagen, dass das Thema 80-20 so recht gut funktioniert hat, vor allem der erste Dipper hier auf der 20, hier denn schon gemerkt, also wenn man jetzt hier die 80 ganz grob nimmt, dann wäre das hier nochmal jeweils ein Trade durchaus möglich, wenn man per Limit handelt. Und auch hier oben die 20, wenn man so will, die Berührungen, der letzte hier, bevor es runterging an die 80, das waren 2 Minuten. Aber da muss man natürlich auch sich trauen, dann direkt ein Limit dahin zu legen und darauf zu setzen, dass der Markt nicht durchläuft. Ich habe da schon unendliche Tests gefahren mit dieser 80-20. Also ich habe das limitiert gehandelt, etliche Wochen also in einem Paper-Account, um zu gucken. Es gibt Tage, wo so ein Markt halt 4, 5 Mal an so einer Marke halt hält, bevor die halt bricht und dass man dann zwischendrin da echt gut was eincashen kann. Es gibt halt auch Tage, da beachtet der Markt das halt überhaupt nicht und rattert da halt in einem Trend einfach durch alles, was da mit 80-20 zu tun hat und wird überhaupt nicht beachtet. Also ihr habt da auch noch kein probates Mittel zu sagen, oh, heute mache ich es per Limit und handle sozusagen jetzt das Ganze. Manchmal ist es halt so, der Markt rennt halt durch, geht ans nächste und fällt dann erst oder steigt dann. Und von daher, leider, wenn ich da eine feste Strategie dafür hätte, dann könnte ich die euch ja mitteilen, aber habe ich nicht. So, jetzt haben wir uns wieder über die 80 drüber bewegt. Jetzt sollten auch die 20 wieder möglich sein. Ja. Und das sind sie. So, hält der Markt hier nochmal an? Oder rollt er drüber? Naja. Also der DAO war hier in dem Falle wahrscheinlich wieder etwas trendiger gewesen unterwegs. Ja, oh, krass. Holy. Also der DAO wesentlich. Aber auch da ist es so, das hier der 5-Minuten-Chart vom DAO Future jetzt in dem Fall. Aber da wüsste man, also ich wüsste auch nicht, wenn man da drinne ist. Also wenn man das jetzt sieht, wie steigt man denn da ein? Also es ist ja trotzdem auch so, finde ich, wenn man jetzt hier unten da in den Short reingeht, mal als Beispiel hier drinne ist, ja, dann eiert der Markt halt 15 Minuten seitwärts, bevor er dann erst wieder fällt. Und ich glaube, so wäre es bei mir zumindest. Weiß nicht, wie ihr das handelt, ob ihr da einfach großzügig bei neuen Tiefs reingeht. Aber bei mir ist dann auch so, dass natürlich bei sowas die Angst halt da ist, dass da irgendwann nochmal ein Rücksetzer kommt und dann mal als Beispiel an so ein lokales Tief dran. Und dann fällt der Markt halt erst, das ist so ein bisschen tricky an der ganzen Geschichte. Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich hier in diesem laufenden Impuls reingekommen wäre. Also das glaube ich fast nicht. Ja. Wenn man gegen so einen laufenden Impuls sich dann auch noch antizyklisch dagegen stellt, na, damals halt. Ja, also da wüsste ich jetzt gar nicht, wie. Also da kann man am Ende nur reinspringen und darauf vertrauen, dass es halt passiert, wie es passiert. Ja. Gut, der Nasdaq hier ist ein bisschen wilder hin und her. Ja, ich würde wahrscheinlich auch gucken, ob ich 17 Uhr nochmal vielleicht da sich die Struktur dann ändert. Also gestern war es auch so, 17 Uhr bis 18 Uhr, es war eigentlich eine ganz gute Stunde gewesen, wo da nochmal der Markt ein bisschen ruhiger wurde
und ich den dann auch greifen konnte. Also man konnte ihn, wenn man so wollte, mit der 80-20 greifen, aber ich habe es jetzt nicht umgesetzt, weil ich jetzt keine Limits gelegt habe und hier, keine Ahnung, gefühlt sehe ich den von der 80 weglaufen und bis ich geklickt habe, sind halt 24 Punkte weg. Das ist halt also try-technisch viel zu langsam für so ein Webinar. Ja. Also das muss man anders angehen. Oder müsste ich anders angehen. Ja. Ja, oder hier jetzt ein Limit drin zu haben oder hier auf der 80 zu klicken, drauf zu setzen, dass der Markt halt irgendwie wieder nach hoch läuft. Ja. Also interessant ist, ich meine, der DAU ist ja sehr, sehr trendig. Interessant wird es vielleicht auch, wenn der DAU mal aufhört zu fallen, wie es dann im Nasdaq reagiert. Ich meine, die Märkte sind zwar prinzipiell eigenständig, aber es gibt ja auch noch den S&P, der so ein bisschen das Bindeglied zwischen den beiden ist und der könnte ja vielleicht dann auch, wenn der steigt, dann auch den Nasdaq halt mitziehen. Ne? Ja. Also ich merke auf alle Fälle, dass ich jetzt hier bei dem Hin und Her finde ich, werde ich nichts machen. Ich will mich auch nicht in einen Trade jetzt reinquatschen, den ich vielleicht auch nicht machen wollen würde, um dann irgendwie $100 Loss zu riskieren. Ja. Aber es war mir schon relativ klar, aufgrund der Rollover-Woche, dass es hier so heftig wird im Nasdaq vor allem. Und ja, dennoch, also ich konnte es, wie gesagt, jetzt nicht wirklich nutzen. Ja. Hat der Zugang gefehlt. 17 Uhr treffen sich die alten Herren. Ah ja, okay. Ja. So. So gedanklich wäre ich jetzt hier reingesprungen. So an der 90. Mal gucken, ob das zu spät gewesen wäre jetzt, nachdem der Markt da runterkommt. Also ich mache mal hier gedanklich. Da ist ein Strich rein. Mal gucken, wie das aufgegangen wäre. So. Ja, wie gesagt, also unter der, also was man jetzt sehen ist halt, obwohl wir unter der 22 sind, wo ich eigentlich mehr Trenddynamik erwarte, zieht das Ding halt immer wieder hoch. Ja. So. Also man lässt das Ding halt nicht so einfach fallen. Also was ich auf alle Fälle heute noch machen würde, ist, wenn wir, und da hoffe ich, dass es mich dann nicht erwischt, ich weiß es natürlich auch nicht, ist, wenn wir durch das, also falls wir überhaupt durch das Overnight-Tief fallen, ja, gestern sind wir ja so knapp davor stehen geblieben, aber da würde ich dann schon gerne sehen wollen, wenn es die Struktur halt hergibt, also den Durchbruch jetzt direkt zu, weiß nicht, ob ich den schaffe. Aber wenn es da durchgeht, würde ich halt gucken, ob ich irgendwie einen Rücksetzer sehe und dann zu versuchen, in Richtung Tagestief von gestern zu kommen. Das wäre schon so eine Idee. Das heißt, hier oben im Tageschart aktuell wäre es so, wir fallen von dem aktuellen Tageshoch, was über dem Hoch vom Vortag ist, nach unten und würden dann hier versuchen, in Richtung Tagestief von gestern zu kommen, dass am Ende dann die Kehrzeit halt so ausschaut. So. Ja, so. Das ist halt die Denkweise gerade und dennoch ist es so, dass ich jetzt nicht komplett auf Short gedreht habe, weil ich im 1-Minuten-Chart es jetzt zwar überdeckt halt immer wieder gesehen habe, dass der auch von unten aus dann doch schon immer wieder sehr deutlich reagiert halt. Also man lässt das Ding hier einfach nicht so ein bis jetzt fallen. Also vielleicht, es kommt irgendwann immer mal wieder so ein Part, wo der Markt dann so mehr so eine Dynamik aufweist und vielleicht komme ich da dann rein. So. Ich sehe ja auf alle Fälle an den oberen Verlauf auf einem anderen Bildschirm, dass hier mein Trade nicht gut gewesen wäre. Also wäre ich da hier reingehüpft, aufgrund dessen, weil die 1-Minuten-Kerze so nach oben gezogen ist, da hätte es mich jetzt erwischt. Ja, da wäre ich jetzt 40 Punkte hinten und müsste jetzt hier hoffen, dass nicht durchs letzte Tief geht. Okay. Das ist immer gut für mich als Feedback zu wissen, dass das Long nicht aufgegangen wäre und deswegen schaffe ich es dann vielleicht später auch in die Short-Seite rein. Schauen wir mal. Aber hier ist es halt so, man muss, also ich würde auch nicht unten Short handeln, sondern man müsste hier gucken, dass man halt irgendwo oben dann reinkommt. Ja, auf die Gefahr hin, dass dieser Abverkauf dann halt doch stärker korrigiert wird. So, jetzt können wir hier nochmal gucken, vielleicht, ob man hier den Short. So, mal gucken.
Bin jetzt hier direkt am Tiefshort gegangen. Ja. So, Nummer 2 rein. So, jetzt mal gucken, ob wir hier unten durchrutschen bis zum Ende der 5-Minuten-Kerze. Da sitzt einer auf der 50, ja, das sieht man jetzt da. Normalerweise war jetzt so also die Idee, wenn die 50 fallen gelassen würde, müsste eigentlich ein schneller Rutsch halt kommen. So, jetzt gucken wir hier nochmal auf die 50. Und da sieht man diese vielen roten und da habe ich jetzt drauf geguckt. So, ein Dip auf die 50 kriegt er noch, ansonsten mehr raus. Also die 50, der Rutsch durch die 50er Zone wäre, aber hält. Bis jetzt. Ende der 5-Minuten-Kerze ist dann für mich auch das Ende des Trades. Also hier nochmal gucken, da ist die 50. Ja, da sitzt da mit einer noch. Und wieder an der 50 und yes. Na komm, ich gebe auf. Also, der vorher auf der 50 war, na, kommt jetzt die Rutsche. Also vorher auf der 50, man sieht halt immer, dass wieder auf die 50 gezogen wird. Und ich habe es halt vorher hier gesehen, dass das Volumen halt genau bis auf 50 geht. Normalerweise hätte ich jetzt hier gerne gesehen, bei der 50, also einmal, zweimal drauf und dann eigentlich so eine lange Kerze hier, so eine, hätte ich gerne gesehen. Wir haben hier auf der linken Seite, sieht man es hier, also ein bisschen, da ist die 50, da sieht man schon, da klumpt sich das Volumen hier zwischen 52 und 50 so, ja, oder vielleicht auch bis hoch zur 60, 58 sind da jetzt nur 8 Punkte, ja, sieht man die linke Seite, und das heißt, da wird immer rein verkauft, ja, es verkauft hier immer jemand, und hier schiebt jemand per Limit Buy immer nach. Und so kommen wir hier auf die 160, 100, über 100 Kontrakte. Und das ist ja gegenüber, wenn ihr hier weiter nach oben guckt, ja, relativ viel. So. Und wenn es da, also Märkte sind immer dafür, danach bestrebt, jetzt ist der Markt durchgefallen, sind immer darauf bestrebt, halt Volumen zu finden. Und natürlich kann dieses Volumen auch durchgehandelt werden, kann aber auch halt sein, dass der Markt dann dieses Volumen halt absorbiert. Und dann halt erstmal wesentlich deutlicher steigt. Und jetzt ist genau das passiert am Ende der 5-Minuten-Kerze, was ich gerne gesehen hätte. Nämlich da ist der Drop. Ja. Schade. So, also da ist der Drop durch die, da oben waren sie, die 50. So, das ist er. Gut, also vom Timing her schlecht gemacht, weil ich hätte bis zum Ende der 5-Minuten-Kerze warten müssen. Dann wäre es auf alle Fälle gut gegangen. So, aber das ist genau der Drop jetzt. Naja, wie man es macht, gerade macht man es verkehrt. Ja. Ja. Gut, also das war der Move durch die 50, ja, 3, 4 Minuten gehalten. Die letzte Minute ging es dann durch und jetzt haben wir es. Naja. Wäre besser, hätte besser sein können. Ja. Aber ich habe jetzt das Ende der 5-Minuten-Kerze halt nicht abgewartet, von daher. Es ist halt auch schwierig, wenn man sozusagen, wenn man hier unten dann direkt am Tief halt short ist. Die Gefahr, dass natürlich der Markt halt 60 Punkte steigt, ist halt da gegeben. Was mich noch ein bisschen hier beruhigt hat, warum ich einen zweiten reingenommen hatte, war, dass wir hier mit der 1 Minute drüber waren und drunter. Aber es wäre natürlich schön gewesen, wenn wir hier den Drop halt 1 Minute früher wäre besser gewesen, sagen wir so, denn wäre es natürlich gut gewesen, weil ich hätte auf alle Fälle einen hier an der 20 rausgehauen, ja, und beim zweiten vielleicht mit dem Trailing Stop, vielleicht wäre ich noch ein paar Punkte runtergekommen, aber wie gesagt, am Ende 30 Punkte wären ja um die $90 plus gewesen, aber so sind es halt nur plus minus 0.
Ja, gut. Ja, das war das gewesen, das Event. Mit dem Orderflow war das, also da hat mir jetzt hier einfach das da oben geholfen auf der 50. So, dann müssen wir ganz schön weit scrollen. Ja, ich komme da gar nicht mehr hoch. So, und jetzt läuft das. Ach, schade. Ja. Gut, also Timing war auf alle Fälle nicht gut. Naja. Gut, so, jetzt läuft es ja doch ein bisschen schneller und ein bisschen konsequenter nach unten. Ja, was hatte ich gesagt? Ich warte bis zum Ende der 5-Minuten-Kerze. Naja, machen sollen. Ja, das ist halt auch das Krasse im Nasdaq. Naja, manchmal ist es so, letzten 10 Sekunden vor Ende der 5-Minuten-Kerze geht das Ding dann los. Wann ist es hier losgegangen? Ja, mit der letzten Minute. Nee, um 16:40 Uhr und in den letzten 30 Sekunden waren es, die es gemacht haben. Also ich habe hier oben halt, weil ich es da ein bisschen besser sehe, diesen 5 Sekunden oder ja, 5 Sekunden Chart hier mitlaufen. Und hier kam dann das Volumen am Tief dann rein. Genau um 16:14 Uhr und 35 Sekunden. Na gut, also da haben wir das auf alle Fälle verpasst. Die Idee war dann schon mal ein bisschen besser rein von dem, was dann gekommen ist, als davor. Ja. Soweit, so gut. Alright, dann wäre ich eigentlich soweit durch für heute. Ja, war jetzt nicht irgendwie special was dabei. Die Bewegung an sich habe ich verpasst mit der richtigen Trade-Idee. Wow. So lala, sagen wir es mal so. Ja, als nächstes werde ich mal schauen, ob ich noch meinen Trade hier reinbekomme, jetzt nachdem der Markt hier ganz gut gefallen ist. Wie gesagt, Ziel ist auch noch in Richtung des Tagestiefs von gestern zu kommen und es wird da halt sich hier recht gut anpassen von diesem Hoch aus weg. Auch wenn sie hier hat sie es dann so ein bisschen etwas mehr angedeutet, dass es trendiger nach unten wird. Ja, schade, dass man jetzt den Drop da verpasst hat, aber gut, so ist es nun mal. Gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, das Ganze. Passt ein bisschen auf, wenn ihr selber im Nasdaq, egal ob im CFD oder im Future handelt, ihr seht aktuell die Volatilität mit 50 Punkten im 1-Minuten-Chart hin und her relativ hoch. Das heißt, man braucht schon gutes Timing, gutes Trade-Management und wenn man verkehrt ist, kann jede Minute einen doch echt teuer zu stehen kommen. Also als Beispiel, wenn man jetzt hier auf eine Unterstützung long gegangen. Ne, und dann sieht man halt, in 2 Minuten fällt das Ding halt 100 Punkte. Ja, weiß nicht, ob man das dann ausgesessen bekommt. Ja, gut. Ja, schade, dass ich es nicht so gut umsetzen konnte, aber das passiert halt immer mal wieder im Webinar. Zumal ich jetzt hier schon auch kurz dachte, ist es jetzt eine Kurzschlussreaktion, dass ich einfach auch zum Ende des Webinars jetzt noch einen Trade geklickt habe. Wie gesagt, das passiert dann auch manchmal recht unterbewusst. Ja, und ja. Aber gut, am Ende nichts verloren. Sagen wir es mal so. Damit muss ich mich trösten. Ja. So, Wolfgang, das war meine Session. Ein bisschen länger heute. Nicht den Trade gekriegt, den man vielleicht hätte kriegen wollen sollen. 80-20 soweit. Ganz gut funktioniert. Und vielleicht ist das ja auch nochmal vielleicht ein Tipp für euch, wenn ihr den Future handelt, da so ein bisschen drauf zu achten, auf diese beiden Marken. Alles, was hinten mit 80-20 ist. Gut, dann gebe ich zurück zum Wolfgang und wir hören, wenn ihr wollt, uns gerne wieder am Mittwoch, den 9. Oktober, bin ich wieder für euch da. Und ansonsten Richtig. ja, findet ihr mich ja auch im Netz. Morgen früh mache ich dann, nee, Quatsch, am Freitag mache ich dann wieder einen Livestream und widme mich da dem DAX. Und bis dahin, ciao, ciao, euer Heiko und ich gebe zurück zum Wolfgang. Ja, Heiko, vielen Dank für deine authentische Analyse. Das, ich finde vor allen Dingen auch gut, dass du auch Fehler zugibst oder auch mal sagst, das habe ich nicht richtig getroffen. Finde ich sehr gut. Denn ja, beim Trading ist nicht immer alles Der ist so nicht zu perfekt. hören Bitte? oder ist gerade nicht am Desk. Doch, ich spreche. Hallo? Hallo?
Dann mache ich mal das Webinar zu, wenn ich das kann. Hallo? Bin ich denn nicht zu hören? Hallo? Ja, Ja. ich hatte schon aufgehört zu sprechen, weil ich dachte, mich hört eh keiner. Also nochmal. Ja, nochmal. Ja, vielen Dank an alle. Und ja, Heiko, dir vielen Dank für die authentische Analyse. Und wie gesagt, ich finde es gut, dass du auch mal zugibst, wenn irgendwas nicht so perfekt gelaufen ist. Da kenne ich andere Beispiele. Und ja, allen wünsche ich einen schönen Tag, viele erfolgreiche Trades und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Jo, tschüss.